Herr Dr. Gleis, Dekadenz und dunkle Träume, eine Ausstellung, die dem belgischen Symbolismus gewidmet war und die in dieser Form, wie Sie sie kuratiert und zusammengestellt haben, glaube ich, in Deutschland in den letzten 40 Jahren nicht da gewesen ist. Was hat Sie an diesem Thema des Symbolismus eigentlich so fasziniert, dass Sie dieses Wagnis eingegangen sind, eine so anspruchsvolle und dann schlussendlich so gelungene Ausstellung hier nach Berlin zu holen? Also das hat zwei Gründe. Das eine ist ein berufliches Interesse, das mich sehr mit dieser Kunst des Fin des Siècle, mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, immer schon verbunden hat, und zwar in allen Facetten. Und wir kennen eine ganz dominante Erzählung, die eigentlich den Weg der Moderne nachzeichnet und anhand von Ismen wie Impressionismus und Expressionismus eine Abfolge von Stilen suggeriert, die dann in das 20. Jahrhundert überleiten. Aber wenn man sich genau diesen Umschwung von einem zum anderen Jahrhundert anschaut, da merkt man, dass eine ganze Bandbreite an Kunst und künstlerischen Hervorbringungen anzutreffen ist, die sich nicht mit einer Kategorie belegen lässt. Man muss also etwas weiter ausholen, und daher ist Symbolismus ein Feld, was vieles ausdrückt, was die Verfasstheit der Gesellschaft um 1900 betrifft und was heute weniger bekannt ist. Und die Künstlerinnen und Künstler dieser Zeit sind uns heute nicht mehr vielleicht so geläufig. Es sind einzelne Künstler, die herausstechen. Aber die Werke, die uns begegnen, die nehmen einen sofort in den Bann. Das war die berufliche Perspektive, die mich zu diesem Thema verleitet hat. Und die andere war eine ganz persönliche Erfahrung. Ich selber hatte die Gelegenheit, längere Zeit in Belgien zu leben und dort auch einmal die Museenlandschaft kennenzulernen und auch die Künstlerinnen und Künstler dieser Epoche. Und war fasziniert, denn oft ist die Perspektive, gerade aus Deutschland, dass zwischen Van Eyck und Magritte kennt man wenig Künstlerinnen, die uns dann vielleicht doch sehr faszinieren können. Und schon damals waren einige der Neuentdeckungen für mich, neben den bekannten Knopf und Ensor, etwas Billard oder Robst, die dann in Deutschland nur vereinzelt bekannt sind. Und da war eigentlich der Ansatz immer, das muss man mal nach Deutschland bringen und auch in einen größeren Kontext stellen. Eine solche Ausstellung in einem solch großen Kontext, wie Sie ihn ansprechen, bedarf natürlich der Mitarbeit von anderen Museen und auch von privaten Leihgebern. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange braucht es, bis eine solche Ausstellung zusammengestellt worden ist, und wie läuft das eigentlich dann etwa mit den privaten Leihgebern? Denn die muss man ja auch überzeugen, dass sie ein Exponat, das sie besonders mögen, schätzen und das ihnen am Herzen liegt, wegzugeben. Ja, so eine Ausstellung, die hat gut und gerne 2 Jahre Vorlaufzeit, manchmal auch noch länger. Und es sind auch gesammelte Gedanken, die mich schon länger begleitet haben, im Wesentlichen eigentlich schon Jahre, die ich im Kopf gesammelt habe, aber bis man dann an die entsprechenden Institutionen herantritt und mit denen in Verhandlungen geht, das sind dann vielleicht 2 Jahre. Und es waren erstmal die großen Sammlungen, die uns hier auch direkt partnerschaftlich unterstützt haben, die Musée Royaux in Brüssel, aber auch die Spezialmuseen wie das Robesmuseum zum Beispiel oder in Ostende die Museen, das Musée und dann Antwerpen, Gent mit den tollen Sammlungen. Das ist schon eine gute kollegiale Zusammenarbeit, die oft auch da besteht, dass man andere Projekte macht und sich vorher schon gegenseitig Leihgaben ermöglicht. Und dann kommt man mit so einer speziellen Idee, und natürlich war das für die Museen schon auch so, man hat hier die Inkunabeln, die Aushängeschilder der jeweiligen Häuser zusammengestellt, was natürlich nicht selbstverständlich ist, diese überhaupt zu verleihen. Und da haben wir lange dran gestrickt, aber mit großem Wohlwollen und mit einer enormen Begeisterungsfähigkeit auch der Kolleginnen und Kollegen, die von dem Konzept überzeugt waren, nämlich belgische Kunst einmal mit so einer Sammlung in Deutschland zu konfrontieren.
Die Sammlung der Nationalgalerie hier in Berlin ist auch schon in seinem Entstehen eine internationale Sammlung gewesen. Das heißt, es sind Positionen aus Deutschland, aber auch aus Frankreich, England, aus Norwegen. Wir denken da zum Beispiel an Munch, an Hammershøi, an Klinger, an Böcklin, die hier alle in dieser Ausstellung auch eine Rolle gespielt haben. Und diese Zusammenstellung, die ist vielleicht auch so etwas gewesen, was die Museen überzeugt hat, dort mitzutun. Was die Privaten angeht, das ist nochmal eine andere Situation. Ich glaube, es geht grundsätzlich bei solchen Ausstellungen um ein Vertrauensverhältnis, um, ich würde fast sagen, ein amikales Verhältnis, einen freundschaftlichen Austausch. Und gerade mit privaten Leihgeberinnen und Leihgebern geht es auch darum, ein Verständnis darüber zu entwickeln, was das einzelne Kunstwerk auch für sie bedeutet. Und man sieht das oft, wenn man zu privaten Leihgebern in deren Häuser, in deren Sammlung eingeladen wird. Das ist ja anders als im Museum. Die Menschen leben mit diesen Objekten und man entreißt sie wortwörtlich dem Wohnzimmer, dem Schlafzimmer. Also einige der Werke, die wir präsentiert haben, hingen auch wirklich über dem Bett der Leihgeber. Und ich verrate jetzt nicht, welche das waren, aber es ist manchmal schon auch für uns als Museumsmenschen interessant, welche Umgebung man sich da zu Hause gibt. Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich verständlich, dass die einerseits die Gewährleistung haben wollen, dass das in gute Hände gelangt und mit größter Sorgfalt behandelt wird, wo sie natürlich bei uns als Profis davon ausgehen können. Aber es geht auch denen ganz klar um die Art der Darstellung. Und einmal hier auf der Museumsinsel in Berlin diese belgischen Künstler vertreten zu sehen, das war für viele ein Anliegen, die gesagt haben, das müssen wir unbedingt unterstützen. Wir wollen auch, dass unsere Künstler international bekannter werden. Und ein besonderer Aspekt bei den privaten Leihgebern ist auch, natürlich haben wir die meisten und die auch kostbarsten Museumsstücke aus Belgien bekommen. Aber es gibt auch private Sammler und das finde ich ist auch ein tolles Signal für Belgien. In den USA, in der Schweiz etwa, das sind große, namhafte Sammler, die sich genau dieser belgischen Facette der europäischen Kunst gewidmet haben und zugewendet haben und die genau auch diesen Austausch lieben, dass man im europäischen Kontext diese verortet. Und das haben wir versucht und soweit wir das gehört haben, waren alle glücklich damit. Wenn ich durch die Ausstellung gegangen bin, dann sehe ich da von dem, was, wenn ich das in den historischen Kontext in Belgien zum Ende des 19. Jahrhunderts einbette, keine Fabrikschlote, keine Dampfmaschinen, keine Hochöfen. Mir kam es vor, als würden die Symbolisten diese Welt ausknipsen, um ihre einzuschalten. Ist das zu einfach gedacht? Nein, da kann ich sogar sehr gut beipflichten. Es ist tatsächlich so, die Symbolisten haben quasi das Traumgeschehen und die Parallelwelt in das Zentrum ihres Schaffens gestellt. Das heißt aber nicht, dass man nicht in irgendeiner Weise auch mit der real existierenden Welt verbunden ist. Es sind oft Reflexe darin zu sehen, die aber nicht so direkt sind und nicht eine direkte politische Einflussnahme etwa suggerieren. Interessant wird es vielleicht sogar in Personen, die wir aus beiden Bereichen des Schaffens auch kennen. Zum Beispiel Lamans, der ja nicht nur, wie wir ihn hier in der Ausstellung zu sehen bekommen, als quasi an die Altmeister orientierter Maler des Memento Mori und als ein bestimmter Illustrator der Ideen der belgischen und französischen geschriebenen symbolistischen Werke gelten kann. Er war ja auch gleichzeitig dieser Maler der Welten des Aufstandes, der Arbeiterleben. Und man sieht, es ist nicht immer alles ganz so trennscharf in diesen Kategorien. Was wir aber in der Ausstellung versucht haben, ist genau diesen
Welten, die neben einem gesteigerten Naturalismus und der abbildenden Funktion der Kunst sich dem zugewendet haben. Was ist das Innere des Menschen? Also eine Introspektion, einen Tiefgang in Traumwelten, in Wunschwelten, in Absurditäten. Deshalb ist ja auch so ein Künstler wie Ensor für uns zentral in dieser Ausstellung. Es geht um eine Welt, die sich neu erschafft, aus einer Kunstanschauung heraus auch. Also es ist eine sehr künstliche Welt, aber ich würde das Ganze, diesen auch im Literarischen als Décadence bekannten Zeitabschnitt, durchaus auch verbinden wollen mit der Idee, dass man eben genau eine Frontstellung gegen diesen um sich greifenden, immer pragmatischeren und immer mehr auf den Fortschritt und die Technisierung abzielenden gesellschaftlichen Diskurs zu verstehen ist, ein gewisses geschichtliches Zurückdenken, dabei aber auch in die Zukunft als quasi Alternative weiterdenken. Also die reale Abbildung ist nicht das Zentrum, sondern eher ein gedankliches, was könnte sonst noch sein? Dabei eben durchaus, und so war ja auch der Titel, Dekadenz und dunkle Träume, das waren die Ausschweifungen, das sind auch mal gedankliche Abgründe, die sich da auftun. Aber auch für meine Begriffe das, was dann wiederum auch typisch belgisch ist, nämlich diesen Moment anzunehmen und durchaus auch quasi diesen Tod ins Gesicht zu lachen und damit umzugehen. Und es ist nochmal so ein großer Tanz auf dem Vulkan, der sich hier entfaltet, ein völliger Exzess, der sich in vielen Bildern auch ankündigt und wo man sagt, man verschwindet lieber in den Traumwelten, als sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Das ist Weltflucht auf der einen Seite, aber darin besteht auch eine gewisse gesellschaftliche Kritik. Also es ist nicht so völlig ohne die gesellschaftliche Realität zu denken, sondern es bildet einen bewussten, künstlerischen, kunstvollen Gegenpunkt. Sie müssen jetzt wegen der Pandemie, genau wie viele andere Häuser, neue Wege suchen, um Ausstellungen, um das, was Sie gerne vermitteln möchten und wonach wir ja eigentlich alle gerade in dieser Pandemie lechzen, doch zugänglich zu machen und gehen einen neuen, sehr modernen Weg mit virtuellen Welten, in denen Sie Ihre Ausstellungen, Ihre Exponate all denen, die das zu Hause anschauen möchten, näher bringen. Wie empfinden Sie das als Museumsdirektor, dass man diesen neuen Weg gehen muss und kann es ein Ersatz sein aus Ihrer Sicht oder kann es einen Museumsbesuch gar nicht ersetzen? Um mit dem Letzten anzufangen, also es kann einen Museumsbesuch nicht ersetzen. Wir sind natürlich Orte des Originals, der Auseinandersetzung mit der Kunst und Kunst und Kunstbetrachtung setzt sich frei in einer direkten Begegnung zwischen Mensch und Kunstwerk im Raum. Das ist so ein Dreieck, das sich gegenseitig bedingt. Und natürlich ist es genau diese Erlebnisqualität, die wir in Museen und Ausstellungen suchen. Und ich glaube, das lässt sich nicht ersetzen. Aber die Frage, und hier haben wir gerade so ein wunderbares Beispiel, dass wir diese Ausstellung einmal in einer virtuellen Tour vorstellen können. Da ist es so, es gibt uns zumindest eine Vorstellung und die kann erst dann entstehen, wenn die Ausstellung schon da war, denn davon ist es ja abfotografiert und durchchoreografiert. Das heißt, es ist eine Konstellation von Kunst im Raum und in diesem Falle auch interaktiv zu begehen, sodass wir selber entdecken können, wie in einer Ausstellung auch Objekte näher betrachten, quasi heranzoomen können, uns davor stellen können, verweilen können. Es ist ja kein Film, man kann also selber die Aufenthaltsdauer wählen. Man kann die Informationen finden, die wir sonst in der Ausstellung, in den Ausstellungsbetextungen haben. Sie können quasi ein Audioguide wählen, wie man das auch in der Ausstellung konnte.
Und das ist eine Form der Vermittlung, die uns schon mal sehr gut ein Bild davon zeichnet, was diese Ausstellung wollte. Aber nochmal, es ist natürlich nur ein Surrogat und kein wirklicher Ersatz für das Erlebnis. Es ist aber so, dass ich trotz aller Bedauernis darüber, dass wir die Ausstellung jetzt nur so kurz einem relativ kleinen Publikum, also wir hätten normal bei dieser Ausstellung etwa 150 bis 170.000 Besucher erwartet, da hätten wir natürlich das mit vielen Menschen teilen wollen. Und so ist das so ein Angebot. Vielleicht ist der eine oder andere doch interessiert und will einmal diese Zusammenstellung, die doch sehr viel Mühe und Vorbereitung gekostet hat, auch nochmal nacherleben, nicht nur im Katalog nachlesen, sondern mal versuchen, sich da reinzubegeben und sich Themen selber zu erschließen. Denn das Interaktive ist, glaube ich, das Schöne daran. Und ich sehe das Positive, was man auch in der Corona-Pandemie wahrnehmen kann, ist, dass wir eine Beschleunigung der Entwicklung haben. Das ist ja nicht erst bei Corona eine Nachfrage gewesen, dass man vielleicht etwas mehr auch im Netz über bestimmte Ausstellungen findet, sondern es gab es schon vorher und wir sind im Prinzip dabei, unsere Ausstellungsräume im Digitalen zu erweitern. Und das ist ein Prozess der Digitalisierung, der sowieso momentan überall diskutiert und auch in Anfängen schon gestaltet ist. Und daher hilft uns jetzt Corona. Wir können das ja auch mal positiv fassen. Es gibt ja auch einige Aspekte, die uns dann vielleicht auf die Sprünge helfen. Und hier haben wir mal so ein mutiges Pilotprojekt gemacht und haben gesagt, da packen wir die Chance bei den Hörnern und wir schauen mal, was wir damit unseren Partnern auch eben gerade aus der belgischen Botschaft hier machen konnten, dass man einfach mal zeigt, das könnte ein Weg sein und wir lernen dabei. Also wir sind sicherlich nicht am Ende dieses Weges, sondern am Anfang und wir versuchen uns dort eine erweiterte Basis zu schaffen, so wie wir auch die Sammlung online stellen, so sind auch so wichtige Ausstellungen, finde ich, wichtig im Dialog zu halten und auch nochmal nacherlebbar zu machen. Vielleicht auch später, wenn wir andere Ausstellungen sehen, die wir dann unter hoffentlich nicht mehr Corona-Bedingungen alle anschauen können. Aber vielleicht wollen dann Schulklassen oder auch Einzelpersonen, die nochmal im Nachgang anders erleben oder einzelne Räume sich nochmal vor Augen führen. Und dafür ist das ein ganz wunderbares Instrumentarium, was wir jetzt erprobt haben. Herr Dr. Gleis, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Herr Dr. Gleis, Dekadenz und dunkle Träume.